In der letzten Talkshow von Markus Lanz war es dann soweit. Erstmals bot man einem Mitglied der letzten Generation eine Bühne. Eine Bühne, um sich gewaltfrei zu präsentieren. Richtig gehört, Theodor Schnarr, einer der Klimakleber, konnte sich dort auf Kosten der Gebührenzahler der öffentlich-rechtlich finanzierten Sender, in dem Fall in der Sendung Markus Lanz, präsentieren. Dass das Ganze allerdings ordentlich nach hinten losging für Theodor Schnarr von der letzten Generation und dies ganz und gar nicht das Bild vermittelte, dass sich um eine ja nicht kriminelle Vereinigung handelt, sondern um eine menschenfreundliche Vereinigung, all das wurde in dieser Sendung recht schnell klar. Denn die Talkgäste bei Markus Lanz waren Herrn Schnarr haushoch überlegen und das nicht nur argumentatorisch, sondern auch hinsichtlich der Fakten. Im heutigen Video möchte ich einmal aufzeigen, welche verdrehte Weltanschauung meiner Meinung nach die letzte Generation vertritt. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Mein Name ist Dominik Hettner und wir widmen uns heute einem Thema, über das sich wahrscheinlich jeder schon einmal aufgeregt hat. Die letzte Generation selbst findet, sie sei gewaltfrei. Dass dies aber ganz und gar nicht der Fall ist und man sieht, wie viele Verletzte diese Aktion mit sich brachten, wie viele Einsatzstunden und wie viele Millionen Euro von Steuergeldern bereits verprasst wurden, darüber spricht keiner. Man kehrt das Ganze immer unter das Narrativ der sogenannten Klimarettung. Hier sehen Sie einmal eine dieser sogenannten Klimaretterinnen, wie sie sich selbst nennt. Man beschwert sich also immer über die böse Gesellschaft. Wir werden mit Hass und Gewalt überschüttet. Es wird keinen ruhigen Tag mehr für Behörden, Politiker geben, lautet die unmissverständliche Botschaft der Vorarlbergerin und der Klimaaktivistin Marina Hagen-Kannawal im Kampf für den Klimaschutz. So bezeichnet man das Ganze zumindest selbst. Bevor wir also nun darauf eingehen, wie die Talkgäste den Klimakleber zerlegt haben, möchte ich noch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass wir am Mittwochabend ein spannendes Event haben, bei dem ich zu sehen sein werde, und zwar die Kettner Gold Night. Dort werden wir nicht über die Klimakleber sprechen, nein, wir werden über die Chancen sprechen, die die aktuelle Klimaagenda mit sich bringt. Und eines kann ich vorweg sagen, es sind enorme Chancen, die wir so in unserer Lebzeit garantiert noch nie hatten. Wer also jetzt noch nicht verstanden hat, wo die Chancen liegen, unbedingt anmelden. Unter dem Video ist der Anmeldelink zum Livestream am Mittwoch um 19 Uhr. Anstatt sich also einzugestehen, dass man selbst tatsächlich eine gewalttätige und vielleicht sogar terroristische Organisation ist, schlüpft man in die Opferrolle, macht sich klein, weil man ist ja doch so jung und so arm dran. Doch eines möchte ich an dieser Stelle einmal aufzeigen. Da schauen wir uns einmal einen Videoausschnitt an, in dem der Theologe und Psychiater Manfred Lütz zeigt, dass die Klimakleber keine Lösung sind für den Klimaschutz und eher ein Klimaaktivismus hinter dem Ganzen steckt, sehen Sie selbst. Das, glaube ich, ist illusionär. Und das Problem, was ich sehe, ist mehr die Art und Weise, wie Sie das hier darstellen. Die Art und Weise, wie Sie das absolut darstellen, als absolute moralische Position, als Lösung der ganzen Probleme. Und das finde ich wirklich problematisch. Und ich kann das nur wiederholen. Ich glaube, dass Sie dem Anliegen, Klimakrise zu tun, schaden. Ich glaube, dass das, also Fridays for Future hat, glaube ich, viel Bewusstsein geschaffen. Das haben die auch gut gemacht. Ja. Ihr seht also, man schadet eher dem Klima. Doch das möchte die letzte Generation, das möchten die Klimakleber nicht wahrhaben. Hier in diesem Artikel, den verlinke ich gerne mal unter dem Video, 4 Beispiele aus diesem Artikel. Nicht nur der Frust der Klimakleber sorgt dafür, dass die Proteste lauter werden und dass sozusagen Klima-Anti-Bewegungsgegner immer mehr dafür beitragen, dass Luftverschmutzung durch Verkehrsinfarkte zum Tragen kommt. Nein, auch die Argumente wie die Kritik aus der Medizin und auch die hohen Kosten für die hohen Einsätze tragen dazu bei, dass immer weniger Menschen verstehen, was diese Generation eigentlich tut. Der Theologe und Psychologe Lutz erklärt dann, wie ihr im nächsten Video auch sehen könnt, dass die Gewalt von den Klimaklebern ausgeht und nicht andersrum, wie man sich so gerne in die Opferrolle beginnt. Und Sie sagen immer, Sie sind gewaltfrei. Ja, Sie sind ohne militante Gewalt. Das stimmt auch. Und ich glaube, es findet Gewalt statt. Moment, ich habe ja noch nicht. Es ist keine militante Gewalt, aber es ist für meine Begriffe eine Form, dass sie mich mit Gewalt davon abhalten, zum Beispiel meine sterbende Mutter zu besuchen oder so aber etwas. Man muss es gar nicht so dramatisieren als Jurist. Jetzt zeigt Michel Friedmann auf als Jurist,
ganz wichtig zu verstehen, dass es sich um die verschiedensten Formen der Gewalt nach dem Strafgesetzbuch handelt. Auch dieses Argument ist ein Totschlagargument. Lass es gar nicht so dramatisieren. Als Jurist will ich das nochmal deutlich machen. Retardierende Gewalt, das alles kann man vergessen. Freiheitsberaubung ist Strafgesetz, Nötigung ist Strafgesetz. Das ist die Bewegungsfreiheit von Menschen einzuschränken, eine der ganz großen Freiheitsgrundrechte. Und die anderen Dinge will ich schon gar nicht zitieren. Wir müssen uns wenigstens an dem Punkt einig sein, wenn Sie behaupten, dass Sie gewaltfrei sind, dann leben Sie in einer anderen Welt. Ihr habt es also gehört, Michel Friedmann bringt es auf den Punkt, die letzte Generation lebt scheinbar in einer anderen Welt. Und tatsächlich muss ich dem Ganzen beisteuern. Denn welche Generation seit dem Zweiten Weltkrieg, seit unseren Großeltern, Urgroßeltern und Eltern, hatte derartige Luxusprobleme, sich mit derartigen Themen zu beschäftigen? Ja, wohlgemerkt, unser Klima ist wichtig. Wir sollten alle darauf Rücksicht geben. Wir sollten zumindest auf unsere Umwelt Rücksicht geben. Doch ob wir hier in Deutschland tatsächlich den Quantensprung schaffen, das Klima weltweit zu retten, daran glaubt mittlerweile keiner mehr. Wobei Robert Habeck tatsächlich immer noch zweifeln lässt, ob er vielleicht der Letzte übrig geblieben ist mit der letzten Generation bzw. den Klimaklebern. Auch im nächsten Abschnitt und im nächsten Beispiel, das ich einmal aufzeigen möchte, sieht man einfach nochmal bildhaft dargestellt, wie groß die Wut der Bürger und mittlerweile der letzten Generation ist. Das Ganze schaukelt sich derart hoch. Das Ganze verschärft sich auf ein Niveau, dass die Klimakleber und die Maßnahmen, die sie an den Tag legen und die Kosten für die Steuerzahler ein unfassbares Fass ohne Boden sind. Die Wut der Bürger schaukelt sich also immer weiter hoch. Und das Ganze ausgehend von einer Organisation, die nicht mit allen Mitteln bekämpft wird von unserer Regierung. Schaut selbst, was Herr Professor Lutz hierzu zu sagen hat. Aber ich glaube, dass die Wut der Menschen, die wir gerade eben gesehen haben, das billige ich natürlich auch nicht, diese Form der Gewalt, ja? Aber das ist eine Form von symmetrischer Eskalation, wie man das nennt. Man spricht von symmetrischer Eskalation, also man schaukelt sich gegenseitig hoch. Die letzte Generation schaukelt sich mit den Bürgern hoch, die Bürger schaukeln die Wut gegenüber die Politik hoch und die Politik befeuert das Ganze wieder. Ein Fass ohne Boden. Wenn man sich einmal die Kosten der Steuerzahler anzieht und den ganzen Quatsch etwas genauer betrachtet, dann stellt man fest, wie irreparabel die Schäden eigentlich sind. Und zwar nicht in Form in der Umwelt, sondern hier oben im Kopf bei den meisten Menschen. Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, Mittwochabend, Kettner Gold Night, wer sich noch nicht angemeldet hat, hier könnt ihr reinschauen. Und für alle, die verstehen wollen, wie skrupellos die grüne Politik immer weiter voranschreitet, denen empfehle ich das Video, in dem ich aufzeige, mit welchen Mitteln man mittlerweile Braunkohle aus Kolumbien nach Deutschland holt und damit sogar Menschenleben riskiert. Schaut gerne auch dort vorbei. Auf Wiedersehen.